Ich werde immer wieder gefragt von Klienten, wie es denn sei mit dem Karma, ob es vergangene Leben gibt und wie diese vergangenen Leben einen beeinflussen. Und ich persönlich bin ja nicht der Riesenfan von Karma jetzt, weil der Gedanke alleine schon, dass man schon gelebt hat und dass die Ursache für irgendwelche Verwicklungen weit in einer Vergangenheit liegen oder irgendwo liegen, wo du persönlich keinen Zugriff darauf hast, da verwehre ich mich dagegen. Also es ist nicht so, dass man Karma, wenn es denn vergangene Leben gibt, ich muss gestehen, ich weiß, dass Rückführungen funktionieren, dass die Technik funktioniert und dass die Bilder gut sind, aber ich kann es nicht hundertprozentig jetzt bezeugen, es gibt deswegen vergangene Leben. Aber was ich sehr wohl sagen kann, ist, dass wenn man jetzt davon ausgeht, es wirkt Karma, dann wirkt es ursprünglich, also dann wirkt es augenblicklich in diesem Moment, in diesem Augenblick. Und das ist ein spannender Punkt, denn wenn du sagst, okay, es wirkt jetzt, dann kannst du es auch jetzt lösen. Und dann geht es nicht darum, dass man sagt, okay, das war irgendwann einmal und da ist irgendwas diffus und ich war mal Kleopatra oder ich war mal Cäsar und habe da ein Problem gehabt, sondern das wirkt dann ganz konkret und du kannst jetzt lösen, was du für Themen hast. Wie wirkt Karma oder wo werde ich auf Karma aufmerksam gemacht? Bei meinen Klienten ist es oft mal so, dass die Leute sagen, ich habe da eine Verbindung, ich habe da eine Person getroffen und ich komme einfach von einer Person nicht los. Oder ich habe da einen gewissen Ort, mit dem ich Probleme habe. Ich hab Probleme oder gewisse Ängste, zum Beispiel vor dem Ertrinken oder vor Hunden, die man sich nicht erklären kann. Also das sind so Themen, die oft einmal dann im Karma verortet werden, weil man vom Bewusstsein her jetzt keine Idee hat, wo das herkommen kann. Und da werden wir heute jetzt mal so eine Übung machen. Und auch in der nächsten Woche werde ich dir dann wieder eine Übung zeigen, wie du mit deinem Karma ganz leicht arbeiten kannst und da auch gut eine Lösung reinbringen kannst. Und wir werden einfach das jetzt auf ein paar Ebenen lösen. Das erste ist einmal, dass wir im Hier und Jetzt die Kraft erlangen, unsere Vergangenheit zu lösen und zu verändern. Das heißt, wir werden jetzt nicht jetzt wie zeitreisende Entscheidungen jetzt umschreiben, aber wir werden uns bewusst machen und in uns verankern, dass wir hier und jetzt alles lösen können, was uns beeinträchtigt, sodass in unserer Zukunft andere Erlebnisse, andere Ereignisse auf uns warten, als nur eine permanente Wiederholung derselben Themen, was ja dann öde ist. Wenn ich immer wieder mit denselben Themen konfrontiert werde und mein Leben eigentlich mir vorkommt wie im Hamsterrad, naja, da geht dann ganz leicht mal die Luft aus. Und deshalb wollen wir mal schauen, in diesem ersten Teil Karma lösen. Ich habe in der Gegenwart die absolute Kraft, die absolute Kontrolle, die absolute Eigenverantwortung auch für mein Leben und ich kann da ganz gut damit umgehen. Und das werden wir jetzt gleich mal bei dieser ersten Übung, bei dieser ersten Meditation machen. So, jetzt bereite dich einfach mal vor. Also atme mal tief ein und wieder aus. Und schließ mal deine Augen. Atme ganz ruhig ein und wieder aus und erlaube dir immer mehr und mehr, immer tiefer und tiefer in die Ruhe zu kommen. In deinem Rücken hinter dir baut sich ein gigantisches dunkelblau-violettes Licht auf. Und dieses Licht bietet dir Rückhalt und Schutz und Klarheit. Dieses Licht kühlt dich ganz angenehm. Und dieses Licht ist Repräsentant von allen Kräften, die in dir wohnen, die dir ermöglichen,
alte Glaubensmuster, alte Verstrickungen, alte Verwicklungen über Bord werfen zu können. Visualisiere dieses blaue Licht. Das ist in deinem Rücken, es ist hinter dir. Und dieses Licht tippt dir jetzt so ganz leicht, gibt dir so ganz leichte Impulse in deinen Rücken rein. So als würdest du Wellen über deine Schultern fließen spüren, würdest du spüren, wie Energie einfach bei dir anklopft. Und dieses Klopfen ist aber kein willkürliches Klopfen, sondern dieser Impuls, dieser energetische Impuls aktiviert in dir den Zugang, deine innere Kraft, vergangene Glaubensmuster und Sätze lösen zu können. Erlaubt dir, Herrin oder Herr, über dein Karma zu werden. Das Leben ist ein ewiger Kreislauf, ist ein ewiges Rad. Und auch wenn du schon unendlich viele Leben gelebt hast und vielleicht auch noch unendlich viele Leben vor dir liegen, so treffen sich all diese Leben hier und jetzt in diesem einen Augenblick. Und in diesem Augenblick bist du die Narbe des Rades, bist du das Zentrum des Schicksals, des Rads, des Karma-Rades, des Lebensrades. Alle Teilleben, alle Teilpersönlichkeiten fügen sich in dir zusammen. Und du spürst jetzt, dass auf jeder deiner Ebenen, du kannst dir das gern mit dem Chakrensystem vorstellen, diese Kraft, Vergangenes loszulassen, in dir aktiviert wird. Im Wurzelchakra flammt jetzt dieses blau-violette Licht auf. Im Nabelchakra flammt dieses blau-violette Licht auf. Im Solarplexus flammt dieses blau-violette Licht auf. In deinem Herzchakra flammt dieses blau-violette Licht auf. In deinem Herzzentrum flammt dieses blau-violette Licht auf. In deinem Halszentrum flammt dieses blau-violette Licht auf. In deinem dritten Auge flammt dieses blau-violette Licht auf. Und auch in deinem Scheitelchakra oder Kronenchakra flammt dieses blau-violette Licht auf. Und auf jeder Ebene wird dir nun gestattet, dass du die Vergangenheit und alle Verwicklungen, alle karmischen Bänder der Vergangenheit lösen kannst. Im Wurzelchakra alle Glaubenssätze, die deinen Körper betreffen, die deine materiellen Möglichkeiten, finanziellen Möglichkeiten betreffen, die das Konkrete betreffen, kannst du jetzt ändern. Und du übergibst jetzt alle belastenden Glaubenssätze in Bezug auf Geld, auf deinen Körper, auf die Materie an sich, dass das Leben vielleicht mühsam ist, dass das Leben Arbeit ist, dass Geld stinkt, ganz egal, was du für Glaubenssätze da drinnen hast, dass Geld nicht gut ist. All das wird jetzt transformiert. Und du spürst, wie sich dein Wurzelchakra öffnet, wie Energien freigesetzt werden und wie du dich immer mehr im Hier und Jetzt entspannst. Und auf dieselbe Art und Weise aktiviert sich jetzt deine Möglichkeit, Karma zu lösen auf der Ebene deines Nabelchakras. Das sind alle Blockierungen deiner Identität, alle karmischen Bänder,
die deine Identität ausmachen, werden jetzt gelöst. Das sind so Glaubenssätze wie ich bin vielleicht zu dumm oder ich werde immer Hilfe brauchen, ich werde immer alleine sein. Solche Glaubenssätze sind das und die werden jetzt transformiert und dein Nabelchakra füllt sich mit Leichtigkeit und Frieden. Und auf der dritten Ebene, der Ebene deines Solarplexus, aktiviert sich ebenfalls dieses blau-violette Licht, diese Kraft, das Karma zu lösen. Und das sind karmische Verstrickungen mit anderen Personen und auch Emotionen oder Gedanken, die dich an andere Personen binden. Ob das jetzt sehr positive oder negative Gedanken sind, spielt keine Rolle. All diese Bänder werden jetzt transformiert und gelöst. Und du wirst immer freier und weiter und entspannter. Und du nimmst jetzt also wahr, dass sich dein Wurzel-, Nabel- und Solarplexus-Chakra, also wirklich dein ganzer Unterleib, so bis zur Körpermitte kann man fast sagen, bis hierher, dass sich da diese Kraft, Karma zu lösen, aktiviert hat. Das muss jetzt gar keine bewusste Kraft sein. Mach dir einfach nur bewusst, diese Kraft ist da und alle Blockaden, alle Blockierungen aus dem Karma raus, aus diesem Lebensrad, aus diesem unendlichen Leben lösen sich jetzt. Alle Verwicklungen, die jetzt meiner Entwicklung im Wege stehen, lösen sich jetzt. Und du atmest tief ein. Und du spürst, wie dein Atem wirklich bis runter zum Steißbein fließt, wie du da ganz viel Platz hast und immer mehr und mehr in deine Kraft, in deine Schöpferkraft hineinkommst. Im Herzchakra, also auf deiner Brusthöhe, aktiviert sich jetzt auch dieses blau-violette Licht. Und auf dieser Ebene lösen sich alle Bindungen, Verbindungen, aller Leidensdruck, der mit der tiefen Dankbarkeit, der Hingabe zu tun hat, Enttäuschungen, Ebenen, wo dein Herz gebrochen wurde, wo du verletzt wurdest. Diese Verwicklungen aus dem Karmischen lösen sich jetzt auf dieser Ebene. Und du spürst, dass du jetzt in die Kraft kommst, in die Klarheit kommst, dein Herz ist frei und du kannst dich völlig entspannen. Atme tief ein und wieder aus. Und mit dem Ausatmen, deinem nächsten Ausatmen, aktiviert sich ganz bewusst auf der Höhe deines Halschakras jetzt dieses blau-violette Licht. Und jeder Glaubenssatz, der dich daran gehindert hat, in dein Tun zu kommen, für dich zu handeln, dich auszudrücken, dich für dich einzusetzen, jeder Glaubenssatz wird jetzt gelöst und transformiert. Und mit diesen Glaubenssätzen entspannt sich dein Kiefergelenk, entspannt sich nach oben hin auch, entspannen sich deine Ohren, deine Gehörgänge. Werden deine Augen, deine Sinne entspannter und klarer. Und in diesem Augenblick öffnet sich auch dieses Licht in deinem dritten Auge. Da aktiviert sich jetzt auch dieses blau-violette Licht. Und du spürst, wie dein Kopf weiter wird und größer wird.
und wie du spürst, dass du Zentrum allen Seins bist. Und dass in diesem Augenblick alle alten karmischen Bänder, alles, was du als karmische Schuld bewusst oder unbewusst definiert hast, spirituelle Schuld, wo du das Gefühl hast, du hast vielleicht mal deine Kraft missbraucht, all das fällt jetzt von dir ab. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie sich dein Kronenchakra öffnet und das blau-violette Licht aktiv wird. Jegliches Karma, das du mit der Quelle allen Seins aufgebaut hast, wann immer du mit der Quelle des Lebens geschimpft, gehadert hast, geglaubt hast, es ist nicht da oder dich verraten gefühlt hast, all diese karmischen Bilder und Verwicklungen lösen sich jetzt. Und voller Liebe und Energie spürst du jetzt, wie das reine Leben durch dich fließt, wie ungefiltertes, unblockiertes Leben in dich einfließt, dich inspiriert und dich weiterträgt. Und du atmest tief ein. Und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie du absolut in deiner Kraft bist. Du spürst, dass das blaue Licht, das du vorher im Rücken gespürt hast, jetzt nicht mehr da ist, sondern es ist in dir aktiv geworden. Und du machst dir jetzt nochmal bewusst, ich bin die Herrin oder der Herr über mein Leben und sämtliche karmischen Verbindungen und Verwicklungen und Blockaden können von mir gelöst werden. Ich bin mir meiner Kraft bewusst. Und ich bedanke mich für mein Dasein. Alle alten Glaubenssätze und Glaubensmuster fließen jetzt von mir ab und ich bin vollständig und frei. Und du spürst nochmal die Kraft, die in dir aktiviert wurde. Du machst dir nochmal bewusst, dass du jetzt absolute Kontrolle über dein Karma hast, dass du jetzt absolut in der Kraft bist, alle karmischen Verwicklungen zu lösen. Um dich herum dreht sich das Rad des ewigen Lebens und du bist im Zentrum des Karmas. Und in diesem Augenblick spürst du, dass in dir das Potenzial erwacht ist, dass du dich aus dem Rad von Tod und Wiedergeburt gelöst hast und ganz in deine Mitte kommst. Atme nochmal tief ein. Und wieder aus. Und erlaube dir jetzt genau in deinem Tempo, ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukehren. Bedanke dich bei der geistigen Welt für ihre Führung und für ihre Hilfe. Streck dich nochmal durch und fühl dich rein und mach dir bewusst, dass du jetzt alle Kräfte aktiviert bekommen hast, die du benötigst, um karmische Verstrickungen oder Verwicklungen zu lösen.
Lass die Energie dieser Meditation noch ein bisschen weiter wirken und komm dann ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt zurück. Du kannst diese Übung natürlich auch öfter machen und auch immer wieder wiederholen. Und in der nächsten Woche gibt es dann einen zweiten Teil zu dieser Meditation. Und ich wünsche dir jetzt mal viel Freude in deiner neu gewonnenen Kraft, dass du jetzt einmal das Bewusstsein bekommen hast, dass du dein Karma jederzeit bearbeiten kannst im Hier und Jetzt und auch lösen kannst.